Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus dem Auto, denn wir haben was ganz Besonderes vor. Und ein Sofa. Sofa! Um genau zu sein, machen wir ein Sofa für unseren Balkon. Und dieses Projekt habe ich schon letztes Jahr gestartet. Ich hatte das in einem 3D-Programm geplant, modelliert, alles bis ins kleinste Detail. Ja, dann ist es aber irgendwie nie zustande gekommen. Und jetzt haben wir gedacht, ha, wir sind spontan mal bei unserer Familie. Wir haben Platz, wir haben eine Werkstatt, die wir sonst bei uns zu Hause nicht hätten. Und wir kamen spontan auf die Idee, das Projekt dieses Jahr umzusetzen. Nur ein Problem, ich habe die ganzen Dateien jetzt nicht hier. Und wir machen jetzt einfach alles Pi mal Daumen. Meinst du, wir kriegen das hin? Nö. Ach so, redest du wirklich mit mir? Wir fahren jetzt in den Baumarkt und damit wir nicht ganz unvorbereitet dahin gehen, haben wir eben beim Essen ein bisschen geplant und hoffen, dass mit dieser Chromskizze nichts schief gehen kann. Wir haben uns dafür entschieden, erst nur die Materialien für das grobe Grundgerüst zu kaufen. So können wir unseren tatsächlichen Holzverbrauch besser einschätzen. Und damit ihr das nicht müsst, packe ich für euch eine ausführliche Anleitung in die Beschreibung. Ich bin so gespannt auf das Ergebnis und wenn wir das schaffen, dann schafft ihr das auch. Oh, Klinker! Guck mal! Oh, hallo! Hallo! Jo! Wir kuscheln und Jonas der. Hallo! Das hier ist jetzt unsere kleine Werkstatt. Es ist schönes Wetter, darum lohnt es sich, draußen zu arbeiten. Anhand unserer schönen Skizzen haben wir jetzt Holz eingekauft. Und wir fangen an mit dem Grundgestell. Also, let's go! Wir bauen jetzt als erstes diese Armlehne hier. Wir brauchen die. Das hier ist der erste Schritt. Den machen wir jetzt. Wir brauchen erstmal vier Holzbalken in 68 Länge. 68 Watt. 68 Äpfel. Was denn? Dann brauchen wir nochmal 68 Äpfel. Das war aber wieder lustig. Ja. Oh, Klinker! Hallo! Na du? Oh, neben der Kreissäge. Das ist gefährlich. Wir sägen das Holz mit einer Kappsäge zurecht. Wenn ihr keine habt, ist das nicht schlimm. Ihr könnt auch eine ganz normale Säge benutzen oder die Hölzer direkt im Baumarkt kostenlos von einem Mitarbeiter zusägen. Ich habe gerade zum allerersten Mal diese Säge benutzt. Was ist das für eine? Eine Kappsäge. Eine Kappsäge. Und ich hatte richtig, richtig Angst. Jo, next one. Wir dachten, wir wären schlau und schleifen die Hölzer, bevor wir sie zusammenbohren. Aber wir haben kein Schleifpapier. Wir haben eine Schleifmaschine, aber kein Schleifpapier. Tja, das ist ein Problem. Wir haben jetzt Schleifpapier organisiert und können schleifen. Zum Schleifen nehmen wir ein Schleifpapier mit einer Körnung von 80. Achtet immer darauf, dass ihr in Richtung der Holzmaserung schleift. Der kommt in der Mitte. Sag mal, ich will was hier fehlen. Kann auch nicht streicheln. Nee, das passt nicht. So. Und der kommt dann so. Ja, genau. Wow. Toll. Nun müssen sie nur noch zusammengebaut werden. Und damit die Schrauben von außen nicht sichtbar sind, bohren wir ein Schrägloch und verwenden dazu eine Bohrhilfe. Wir haben heute einen fleißigen Helfer. Wenn alle Löcher vorgebohrt sind, die wir übrigens auch nicht durch das ganze Holz gebohrt haben, müssen die Balken nur noch zusammengeschraubt werden. Mit einem langen Bit geht das ganz einfach. Und mit solchen Holzhübeln können wir die Schrauben verstecken. Ist irgendwie schief drin. Nein, es ist schief. Das ist so tief und das ist schief. Passt wohl nicht ganz. Besser als gar nichts, oder? Was sagst du dazu? Was sagst du dazu, kleine Maus? Jo. Ablenkung. Ablenkung. Hier wird gearbeitet. Naja. Oh. Ups, ich glaube, das müssen wir wechseln. Ja, ich glaube auch. Nein. Das ist kaputt. Kaputt. Also Jonas hat heute nicht besonders viel Zeit. Also muss ich heute das hier alleine zusammenschrauben. Ich denke mal, das sollte ich hinkriegen. Eins hatten wir schon fertig. Ja.
Ganz wichtig, damit nichts passieren kann. Es muss nicht schön aussehen, Hauptsache es hält. Kann nur schief gehen. Ich glaube, es ist schief gegangen. Hilfe! Ich Geht einfach nicht weiter rein, oder wie? Naja, guck mal, normalerweise müsste die doch hier im Loch verschwinden, aber die kannst du da nicht rein, weil der Durchmesser irgendwie zu groß ist. Aber welche Schraube hast du denn genommen? Ich habe einfach die aus diesem Bottich hier genommen. Ja, ich glaube, die muss halt einfach noch weiter rein. Jetzt zeig mal, wie es richtig geht. Ich kann das ja jetzt nicht auf mich sitzen lassen. Noch ein Versuch. Außerdem hat das ja eben auch schon richtig geklappt. Ich habe nur nicht ganz durchgezogen. So ist richtig, wa? Ist so toll. Super. Ich kann Du das musst nicht. richtig reindrücken. Du musst den richtig gegen die Schraube gegendrücken. Nicht komplett durchdrücken, ne? So, langsam kommen lassen. Damit. Versuch Nummer 3. Irgendwann klappt es. Übung macht den Meister. Ich habe gelernt, dranhalten, drücken und ganz langsam. Springen. Nein, ist doch richtig. Versuch Nummer 4. Gegendrücken, langsam kommen lassen. Ja, richtig gut. Mega! Wenn ich das kann, dann kann das jeder. Nishima, ich hab's geschafft! Oh, Asuka, ich hab's geschafft! Top. Wir haben noch ein paar Hölzer zugesägt. Wie genau groß die sind, findet ihr in der Beschreibung. Das soll jetzt die Sitzfläche werden und die Schraube jetzt zusammen. Und hierbei haben wir auch wieder alles erstmal schön glatt geschliffen, damit die Kanten auch nicht mehr so spitz sind. Die Sitzflächen sind fertig und damit wir sie auch noch heile nach Bremen bekommen und auch durchs Treppenhaus transportieren wir die erstmal so. Alle Sachen sind heil in Bremen angekommen und jetzt geht's weiter. Aber vorher erstmal den Balkon ein bisschen aufräumen. Das sind übrigens unsere Sitzkissen, die habe ich auch schon letztes Jahr besorgt bei IKEA. Ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall erstmal sauber machen. Ich habe extra welche gekauft, die wasserbeständig sind und die man auch waschen kann. Extra für draußen. Jetzt können wir das Sofa zusammenschrauben, aber leider ist unser Balkon etwas zu ungerade und wir haben uns dafür entschieden, das in der Wohnung zu machen. Und damit einen Gruß an unsere Vermieterin. An alle, die das nachmachen. Wir haben einen ganz kleinen Fehler gemacht und ihr solltet es anders machen. Und zwar haben wir nämlich diese Löcher hier zu nah aneinander gebohrt. Also wenn ihr das nachmacht, dann bohrt diese zwei Löcher weiter auseinander, damit ihr in der Mitte noch Platz habt, um diesen Balken von hinten festzuschrauben. Wir können das jetzt nicht machen. Jetzt müssen wir eine Alternative finden und wir haben uns überlegt, mit Winkel die hier ranzuschrauben. Wir haben es versucht, hier durchzubohren, aber wir stoßen immer wieder an einer Schraube. Also ist das hier wohl die bessere Option. Boah, ist die krass. Richtig cool. Das war wirklich echt easy. Ja, guck mal. Für die Sitzfläche brauchen wir 15 Latten. Wir haben leider nur 14 aus unser Holz rausbekommen. Das müssen wir später nochmal nachrüsten. Wir haben erstmal mit 14 weitergearbeitet und immer eine Lattenbreite Abstand gelassen und die dann festgeschraubt. Ein kleiner Tipp, wenn ihr die Latten vorbohrt, dann geht das Schrauben viel einfacher und es besteht nicht die Gefahr, dass euer Holz reißt. Bevor wir die Rückwand machen, pinsle ich die Sitzfläche mit einem Holzschutz an, lasse dies dann 15 Minuten trocknen und wische das überschüssige Öl ab. Anschließend kann das noch einmal über Nacht trocknen. Kommen wir endlich zur Rückwand. Hierzu schrauben wir jeweils zwei Vierkanthölzer auf zwei lange Bretter. Die wiederum schrauben wir an zwei weiteren Vierkanthölzer. Wenn das fertig ist, muss diese auch erstmal mit Holzschutz angestrichen werden und einige Stunden trocknen. Erst dann schrauben wir die Rückenlehne an die Sitzfläche und zwar so, dass sie leicht schräg ist. Am besten geht das zu zweit und ich bin so froh, dass ich bei diesem Projekt einen fleißigen Helfer hatte und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Auch wenn ich eigentlich noch Schubladen für mehr Stauraum geplant hatte. Aber dies ist wohl ein Projekt für die Zukunft. Vielen Dank fürs Anschauen und vergesst nicht zu liken, wenn es euch gefallen hat.